Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Amanda Nentwig und ich bin psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und ich möchte heute über körperliche Symptome bei Ängsten und ja, psychosomatische Symptome auch ein bisschen im Allgemeinen sprechen. Für das heutige Video habe ich mich entschlossen, eine Frage zu beantworten, die mir in den Kommentaren unter einem anderen Video gestellt wurde. Und ich habe gesehen, dass dieser Kommentar sehr viele Likes bekommen hat und deswegen möchte ich auf dieses Thema eingehen. Ich lese mal vor. Und zwar hat die Janina geschrieben: Ich leide unter Ängsten, war schon in einer Tagesklinik und mache jetzt eine ambulante Psychotherapie. Mein Thema sind genau diese körperlichen Symptome. Vielleicht könntest du mal ein Video genau darüber machen. Meine Problematik ist ständiges Angespanntsein, Schwindel und Magenprobleme. Es ist ärztlich alles abgeklärt worden und nichts Schlimmes zu finden. So, vielen Dank für diesen Kommentar, Janina. Wurde schon häufiger angefragt, genau darauf möchte ich jetzt eingehen. Einen ganz wichtigen Punkt hast du schon angedeutet, nämlich es wurde ärztlich schon abgeklärt. Erster und wichtigster Punkt. Bevor wir überhaupt behaupten können, es seien psychosomatische Probleme oder körperliche Symptome bei Ängsten, ist es natürlich wichtig, dass der Arzt feststellt, dass es keine körperliche Ursache gibt. Da kann man einmal zum Arzt des Vertrauens hingehen, sich durchchecken lassen. Vielleicht auch, wenn man wirklich unsicher ist, ob die richtige Diagnose steht, kann man noch ein zweites Mal gehen im Rahmen einer Zweitmeinung. Aber dann sollte die Wahrscheinlichkeit wirklich recht hoch sein, wenn der Arzt sagt, er findet nichts, dass es sich um psychosomatische Beschwerden handeln kann. Fangen wir damit an. Wie entstehen psychosomatische Beschwerden? Da fangen wir bei der Stressreaktion des Menschen an. Stress ist eine Anpassungsreaktion des menschlichen Organismus, um mit Herausforderungen umzugehen. Es gibt den unangenehmen Stress, das nennen wir Distress. Und es gibt auch angenehm positiven Stress, das ist der Eustress. Eustress ist zum Beispiel, wir sind frisch verliebt und ganz aufgeregt, wissen noch nicht genau, wo die Reise uns hinführt oder Geburt eines Kindes, eine Heirat, ein Umzug ist Eustress. Das heißt aber auch, Stress, es ist positiver, aber einfach auch Stress. Distress ist Verlust zum Beispiel, Trauer, zu viel Arbeit, die uns vielleicht auch nicht gut tut. Das ist schon mal so eine grobe Unterscheidung. So, und bei Stress passieren klassischerweise bei den meisten Menschen dieselben Abläufe. Und zwar nimmt unser Gehirn erstmal wahr, dass es überhaupt irgendetwas gibt, an das wir uns anpassen müssen. Das heißt, über unsere Sinne, Augen, Hören, Riechen, irgendetwas von außen prasselt bei uns ein. Oder ein Gedanke kann auch ein Auslöser sein. Und das fängt erstmal an, sozusagen in unserem Gehirn verarbeitet zu werden. Und eine der ersten Instanzen, die ins Spiel kommt, ist der sogenannte Hypothalamus. Muss man sich nicht merken, aber um es einfach mal erwähnt zu haben, vom Hypothalamus wandert das Signal hin zur Hypophyse. Und von der Hypophyse werden so gesehen Signale geschickt an unsere Nebennierenrinde. Die Nebennierenrinde sitzt ja neben der Niere und ist ein Organ, ja so gesehen eine Hormondrüse, wo dann ein gewisser Cocktail an Stresshormonen ausgeschüttet wird. Da haben wir zum Beispiel Cortisol, Adrenalin, auch Noradrenalin. Das sind so die klassischen Agenten, die ausgeschüttet werden, wenn es an eine Stressreaktion kommt. Und was dann passiert ist, ist, dass diese Stresshormone in unserem Körper verteilt werden und wirken. Soweit so gut. Das ist relativ normal. Es gibt auch den Weg über die sogenannte Amygdala. Wenn unser Gehirn einen Reiz als gefährlich einstuft, dann wird dieser Reiz ganz schnell, ohne groß zu filtern, an die Amygdala weitergeleitet. Das ist unser Angstzentrum. Und auch die kann diese ganze Stressreaktion in Gang bringen. In jedem Fall haben wir einen Haufen Stresshormone in uns. Und grundsätzlich ist das jetzt erstmal nichts Schlimmes. Ja, beispielsweise, wenn wir ein
komplizierten Job ausführen müssen, vor einer Aufgabe stehen, vor einem Vortrag und konzentriert sein müssen. Auch dann passiert diese Reaktion und sie hilft uns, fokussiert zu sein. Und ich gehe jetzt darauf ein, wieso sie uns hilft. Und zwar ist diese ganze Stressreaktion dafür gedacht, dass wir überleben können. Zur Steinzeit, vor langer, langer, langer Zeit, und unser Nervensystem ist noch relativ ähnlich wie ja, das der Menschen in der Steinzeit. Zumindest diese Stressreaktion, Angstreaktion, das ist noch relativ ähnlich wie schon vor Tausenden und Abertausenden von Jahren und sorgt dafür, dass wir überleben sollen, denn ohne Stresssystem hätten wir Menschen keine Stressreaktion gezeigt und das hätte dazu geführt, dass wenn ein gefährliches Tier vor uns steht, anstatt es zu erlegen oder davor wegzulaufen, wir stehen geblieben wären, wir hätten uns nicht fortgepflanzt, hätten nicht überlebt als Spezies und wir wären jetzt alle nicht hier. Es ist so gesehen wie eine ganz wichtige Alarmanlage und deswegen ist dieses System auch so hartnäckig, weil es evolutionär sich einfach bewährt hat. Und wir waren jetzt stehen geblieben, dass die Stresshormone von der Nebennierenrinde sich verteilen im Körper und sie haben einen Einfluss auf beispielsweise unsere Muskulatur. Wenn man sich vorstellt, unser Körper möchte kämpfen oder fliehen, das ist so die übliche Programmierung. Unsere Muskeln können ja nicht total entspannt und schlaff sein. Nein, wir müssen laufen, kämpfen können, daher die muskuläre Anspannung. Ist relativ normal. Wir haben die muskuläre Anspannung. Oder aber auch Herzrasen. Ja klar, unser Körper pumpt Blut, um Sauerstoff bereitzustellen, damit wir rennen oder kämpfen, fliehen können. Ja, das heißt, auch beschleunigter Puls ist ein wichtiges Symptom, unter dem viele Menschen leiden, wenn der Stress andauernd ist. Das heißt, beschleunigte Atmung, beschleunigter Puls, Muskelverspannungen, unsere Konzentration ist verändert. Man kann sich das vorstellen, dass in einer ursprünglichen Stressreaktion wir eher so einen Tunnelblick haben, um eben uns nicht ablenken zu lassen, uns um das kümmern zu können, was uns potenziell bedroht. Ja? Das heißt, auch unsere Konzentration ist sehr fokussiert. Und auch unser Magen-Darm-Trakt ist beeinträchtigt. Die Reaktion heißt Fight or Flight, ja, wenn wir gestresst sind. Und wenn wir kämpfen oder fliehen, hat unser Körper Besseres zu tun, als auf eine geregelte Verdauung zu achten. Nee, es geht nicht darum, dass wir in dem Moment unser Mittagessen gut verdauen können, sondern dass wir überleben. Und das ist natürlich etwas, das fordert Energien. Und alles, was nicht überlebensnotwendig in dem Moment ist, fällt hinten über. Und deswegen ist auch unsere Verdauung beeinträchtigt. Das Gegenstück zur Stressreaktion, die Entspannungsreaktion, die parasympathische Aktivierung, also wenn wir im Stress sind, das ist Sympathikus-Aktivierung, wenn wir in Entspannung kommen, Parasympathikus. Wenn wir in die Entspannungsreaktion kommen, dann nennen wir das Rest and Digest, entspannen und verdauen. Du kannst das mal beobachten, wenn du zum Beispiel gehetzt warst und dann anfängst zu meditieren, zur Ruhe zu kommen. Oder auch so aus Entspannungsgruppen kenne ich, dass das plötzlich der Magen von den Menschen anfängt zu grummeln, sobald sie in Ruhe und Entspannung sind. Das heißt, der Körper wird aktiv, vernünftig zu verdauen. Und da haben wir schon Strauß an Symptomen, die häufig psychosomatisch vorkommen. Spannungskopfschmerz oder Rücken-, Schulterverspannungen, Magen-Darm-Probleme, Herzrasen, generell Bluthochdruck, das sind alles Resultate in vielen Fällen von zu viel Stress. Weil diese Stressreaktion ist dafür gedacht, dass wir kurzfristig eben uns retten können und dann, wenn wir uns abreagiert haben, gekämpft oder geflohen sind und unser Gehirn weiß, wir sind jetzt in Sicherheit, dann lassen diese Symptome entsprechend nach. So einfach ist das Ganze aber nicht, denn unsere heutige Gesellschaft ist ja überhaupt nicht mehr vergleichbar mit der Umgebung, die wir früher hatten. Das heißt, diese Stressreaktion, die eigentlich nur kurzfristig stattfinden sollte, die verschleppen wir oft und geraten in so einen chronischen Stress. Und ja, auch das fehlende Wissen darüber, wie wir in eine gute Entspannung kommen, führt dazu, dass sich Stress oftmals anbaut. Und wir unterschätzen so oft, dass unser Körper seine Zeit braucht, um Stress abfallen zu lassen. Es braucht Zeit. Ich hatte es ja schon mal in einem anderen Video angesprochen. Ich habe Ende März, im April, große berufliche Veränderungen gehabt. Ich hatte private Veränderungen. Und ich würde behaupten, dass ich den Mai über immer wieder auch körperliche Symptome hatte. Ich reagiere sehr schnell körperlich auf Stress.
Das ist, man weiß nicht, ist es Veranlagung, ist es, dass der Mensch vielleicht ein bisschen sensibler ist und schneller in eine Stressreaktion kommt, was auch immer es ist. Es ist eigentlich auch relativ normal, dass unser Körper wie so ein Fass, das voll ist, seine Zeit braucht, bis es leerer wird. Und das sollten wir im besten Fall aktiv unterstützen. Vor kurzer Zeit habe ich ein Video zum Symptomstress gemacht und das ist auch wichtig zu verstehen. Ja, wenn wir unsere körperlichen Symptome nicht zuordnen können als natürliches Resultat von Stress, und gerade habe ich erklärt, wie logisch das ist, dass wir genau diese körperlichen Symptome entwickeln, wenn wir das nicht zuordnen können, dann bekommen wir plötzlich Angst. Und sobald wir ein Symptom wahrnehmen, denkt unser Gehirn, oh Gott, was ist hier los? Das ist gefährlich. Und boom, ist unser Körper wieder in einer Stressreaktion drin, die noch mehr Symptome erzeugt. Und sobald unser Körper andauernd in einer Stressreaktion drin ist, haben wir schon nicht direkt ein Problem, aber eine Herausforderung, weil das unserem Körper Energie kostet. Und im Grunde genommen kann dieser ganze Kreislauf erst dann durchbrochen werden, wenn wir unserem Körper das geben, was er braucht. Und das ist in der Regel Entspannung, Selbstfürsorge, ein bisschen Ruhe, aber auch ein bisschen Aktivität, vor allem angenehme Aktivität und so einen bunten Strauß an Dingen, die uns gut tun. Und ich möchte jetzt nochmal ganz systematisch ein paar Strategien ansprechen, die hilfreich sein können, um psychosomatische Symptome zu reduzieren. Punkt Nummer 1. Man sollte sich hinter die Ohren schreiben oder dieses Wissen verinnerlichen, dass körperliche Symptome, die ärztlich abgeklärt sind, in der Regel auf genau das zurückzuführen sind, was ich erklärt habe. Das ist so ein Basiswissen, was wir erstmal haben sollten. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Wenn uns das gelungen ist, ist es wichtig, unsere Aufmerksamkeit auch mal vom Körper wegzulenken. Ja, ich hatte vorhin erklärt, dass die Stressreaktion meistens dann in Gang setzt, wenn wir über unsere Sinnesreize wahrnehmen, dass es irgendetwas gibt, was uns stresst. Wenn deine Aufmerksamkeit immer wieder bei den körperlichen Symptomen ist, dann alarmierst du im schlimmsten Fall immer wieder deine Amygdala, oh Gott, ich habe Magenschmerzen, Mist, woran liegt das? Habe ich vielleicht ein Geschwür, was ist da los? Und das führt wieder zu der erhöhten Stressreaktion und zu weiteren Magen-Darm-Problemen etc. Das heißt, das Erste ist Aufmerksamkeitslenkung weg vom Körper. Weg vom Körper. Wenn du verstanden hast, wieso diese Symptome da sind und sie körperlich abgeklärt wurden von einem Arzt, gibt es keinen Grund, diese Symptome zu beobachten. Im Gegenteil, die Symptome zu beobachten macht es eher schlimmer. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, dass wir versuchen sollten, uns nicht zu sehr zu schonen. Viele Menschen mit körperlichen Symptomen haben eine Tendenz, eine Schonhaltung einzunehmen oder zu sagen, nee, dann mache ich lieber keinen Sport, ich gehe nicht mehr raus. Und das eine ist natürlich, dass es gut ist, wenn wir uns entspannen, uns ein bisschen Ruhe gönnen und selbstversorglich sind, das ist super. Aber eine Schonung, das heißt, dass wir vollkommen passiv werden, das ist eher ein Problem. Denn viele körperliche Symptome sind Folge von Stress. Und wenn wir unter Stress sind, sollte unser Körper sich eigentlich abreagieren. Das heißt, wenn wir unter Spannungskopfschmerz beispielsweise leiden oder unter muskulären Verspannungen, die stressbedingt sind oder Magenprobleme, dann ist es keine dauerhafte Lösung, uns zu schonen, als seien wir sterbenskrank, ja, oder hätten eine Erkältung. Denn unser Körper braucht eigentlich schon Bewegung und so eine gewisse, Stimulation. So eine gewisse Stimulation brauchen wir schon, um eben den Stress abzureagieren. Das heißt, Sport, Bewegung, rausgehen ist wichtig. Die dritte Strategie, die ich heute ansprechen möchte, ist eine gedankliche Veränderung unserer Bewertung. Solange wir Symptome als gefährlich bewerten, und ich habe es in diesem Video schon mehrmals betont, die Symptome, wenn sie abgeklärt wurden, sind nicht gefährlich, dann sollten wir uns auch immer wieder daran erinnern, dass sie nicht gefährlich sind. Das heißt, wir lenken unsere Aufmerksamkeit weg von den Symptomen, wir schonen uns nicht unnötig, aber wir sind selbstfürsorglich mit uns, wir bewegen uns, tun unserem Körper was Gutes und wir stressen uns nicht noch mehr gedanklich. Wir betrachten die Symptome als das, was sie sind, ein Stressanzeiger. Genau,
Ich denke, das wäre erstmal die Essenz und das Wesentlichste dazu zu sagen. Ich hoffe, das war verständlich. Hast du irgendwelche Fragen dazu, dann lass mir gerne einen Kommentar da. Wie du siehst, gehe ich gerne auch auf Kommentare ein, bei denen ich das Gefühl habe, dass es für viele Menschen interessant ist. Und ja, ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder auf meinem Kanal zu sehen. Wenn du magst, schau meine Facebook-Gruppe vorbei zum Thema Ängsten und Unsicherheiten oder auch auf meinem Instagram-Kanal. Da lade ich täglich oder alle paar Tage auch Insta-Stories hoch und teile einfach so spontan Input, der mir in den Geist kommt, oder teile auch so ein bisschen was von meinen selbstfürsorglichen Routinen, weil ich immer denke, dass Social Media uns auch inspirieren kann, besser mit uns umzugehen. Und ja, vielleicht sehen wir uns dort, vielleicht bei meinem nächsten Video. Mach's gut und bis dahin. Ciao.